Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 32, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesregierung muss endlich mit Hochdruck den Wohnungsbau fördern, 3476 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90, die Grünen betreffend Schaffung zusätzlichen Wohnraums hat Priorität in Hessen. 3508 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes spricht Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mit Ihrer freundlichen Genehmigung mit einem Zitat aus einer Pressemitteilung der Architekten- und Stadtplanerkammer beginnen. Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen fordert angesichts der von Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz vorgestellten Wohnungsbedarfszahlen eine Landtagsdebatte zur Programmatik des Wohnungsbaus. Zitat: Eine Hochrechnung ist keine politische Leitlinie. Wir wissen nun, dass pro Jahr 37.000 Wohnungen in Hessen fehlen, so die Präsidentin. Aber wir wissen nicht, für wen, in welcher Größe, wo und von wem gebaut werden soll. Die reinen Zahlen reichen nicht. Wir müssen uns auch qualitativ mit den Herausforderungen im Wohnungsbau auseinandersetzen. Schließlich haben die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Zuhause. Und am Ende bemerkt die Presseerklärung, über die Zukunft des Wohnungsbaus in Hessen ist dringend eine Debatte im Hessischen Landtag zu führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben diese Debatte. Und mit Verlaub, es sind ja nicht nur die Architekten und Stadtplaner, die eine solche Debatte wünschen. Es ist ein großes, breites Interesse. Ich reise als wohnungsbaupolitischer Sprecher mindestens zweimal pro Woche durchs Hessenland und bin auf Veranstaltungen und überall. Und es ist nicht nur in den Metropolen. Es ist in Riedstadt, es ist im Main-Kinzig-Kreis, in den kleinen Gemeinden. Überall ist es ein Thema, wie wir sozialen Wohnungsbau und Wohnungsbau für mittlere Einkommen schaffen können. Und es sind nicht nur die Verbände, sondern es sind die Menschen in unserem Land, die Antworten haben wollen auf die große Herausforderung, die bisher noch nicht gelöst ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen einige Mängel und Versäumnisse der Landesregierung noch einmal vor Augen halten. Und keine Angst, Sie kennen mich ja. Ich mache auch am Ende eigene Vorschläge der SPD. Ach so, die CDU hat einen Antrag vorgelegt. Die CDU und Bündnis, oh Gott, und auch Bündnis 90, die Grünen. Meine sehr verehrten Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, also, wenn es nicht den Antrag der SPD gegeben hätte, dann hätte ich Verständnis dafür, dass Sie einen solchen Antrag, der von allgemeinen Sätzen nur so strotzt, aufgeschrieben hätten. Aber da die Vorlage an konkreten Vorschlägen da gewesen ist, so etwas abzuliefern, ich finde, das ist eigentlich unter Ihren Möglichkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Ja. Herr Boddenberg, Sie lachen. Es ist unter Ihren Möglichkeiten. Warum machen Sie so etwas? Warum machen Sie so etwas? Ach so, es sind Textbausteine aus Ihrem Computer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, jetzt habe ich verstanden, wie Sie Anträge schreiben. Textbausteine aus Ihrem Computer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte einige Sachen erneut kritisieren. Zuallererst die Festlegung im Hessischen Wohnraumfördergesetz. Ich kann Sie nur auffordern, ändern Sie endlich die Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen. Und hauptsächlich verlängern Sie endlich die Bindungsdauer für Sozialwohnungen. Es ist mir nicht verständlich, warum gerade die GRÜNEN sich an diesem Punkt von der CDU Monat für Monat in der Koalition mit dem Nasenring durch die Arena ziehen lassen. Ich verstehe es nicht. Verlängern Sie die Bindungsdauer. Es ist eine der notwendigen Voraussetzungen, um Sozialwohnungen länger in Bindung zu halten. Es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Das verstehe ja sogar ich. Das verstehen alle Leute draußen. Aber ich komme dazu nachher noch einmal mit der Verlängerung der Bindungsdauer. Zweiter Punkt, Finanzierung.
Also, wir loben uns ja gemeinsam, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU, für den großen Schritt, dass wir 50 Millionen Eigenkapitalaufstockung bei der Nassauischen Heimstätte beschlossen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der politische Beschluss. Aber mit Verlaub, es ist die Aufgabe der Regierung, solche Beschlüsse auch umzusetzen. Und deshalb fordern Sie auf, melden Sie Vollzug in dieser Angelegenheit. Melden Sie Vollzug in Sie als Landesregierung haben die Aufgabe, Beschlüsse zu administrieren. Oder, Herr Boddenberg, weil Sie heute so einen lustigen Tag haben und offenbar einen Schalke gefrühstückt haben, weil Sie, Herr Boddenberg, offensichtlich heute Morgen einen Schalk gefrühstückt haben. Es ist die Aufgabe der Landesregierung, Beschlüsse zu administrieren oder zu erklären, warum es nicht geht. Das ist Ihr Job, wenn ich Sie einmal daran erinnern darf. Dritter Punkt. Habt ihr es? Dritter Punkt, Allianz. Geht das eigentlich von meiner Redezeit ab? Das entscheidet noch die Präsidentin. Meine sehr verehrten, ich will gerade sagen, das entscheide immer noch ich. Es ist nach wie vor für dringend geboten und notwendig, wieder einen Koordinator oder eine Koordinatorin für den Wohnungsbau zu benennen, um die Ergebnisse der Allianz für Wohnen umzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe dann noch einmal die Ergebnisse angeguckt. Ich bin ein bisschen erschrocken. Jetzt wird es von der Redezeit ein bisschen ausführlicher, was da alles aufgeschrieben ist. Aufgeschrieben. Modellprojekt kostengünstiges Bauen, genossenschaftliches Wohnen fördern, Kampagne Wohnqualität, Konzeptvergabe muss auch für Kommunen, für Schutzschirmkommunen möglich sein, sozialen Wohnungsbau fördern, mehr Geld, dazu kommen wir noch, Prüfung der Einbeziehung von Bauträgerprojekten, Überarbeitung der Mustersatzungsstellplätze, Leitfaden Nachverdichtung, Stichwort Untersuchung von Professor Teichelmann, der z.B. für meine Heimatkommune ausgerechnet hat, dass 7.000 Wohnungen dort geschaffen werden können durch Nachverdichtung und Aufstockung. Was heißt das für ganz Hessen? NF 2016, Wirkung, Bedarf und Ausnahmeregelungen empfehlen. Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnflächen fördern. Kenntnisse über Flächenpotenziale. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Allianz für Wohnen ist herausgekommen, dass das Land Hessen nicht einmal weiß, wo es Flächen hat, die potenziell für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Ja, wir werden können und fragen jetzt die Kommunen, wo hat denn das Land eigentlich Flächen? Also, Sie sehen an dieser Kleinigkeit, wo die Bedarfe sind, dass da mal was passiert. Wir wissen nicht einmal, welche Flächen das Land hat, die potenziell zur Verfügung gestellt werden können. Regionale Wohnungs- und Infrastrukturkonferenzen, Sternverfahren bei der Bearbeitung von Bauakten, Brandschutzmaßnahmen überarbeiten, also z.B. solche Sachen, ob Zufahrtswege für die Rettungsfahrzeuge geschottert oder geteert werden müssen, Außentreppen als Rettungswege, Landesentwicklungsplan, Verdichtung entlang der ÖPNV-Trassen, alte Forderungen, die damals von Jörg Jordan im Landesentwicklungsplan manifestiert war, Einbeziehung privater Eigentümer in den sozialen Mietwohnungsbau, serielles Bauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist nur ein kleiner Auszug aus der Liste der Präsentation der Allianz für Wohnen. Wenn das nicht genug Arbeit ist, die hier vorgelegt worden ist, um einen Wohnungsbaukoordinator einzusetzen, dann weiß ich nicht, was noch mehr als Nachweis benötigt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will nun dazu kommen, was zu tun ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere zentrale Forderung in dieser Debatte ist, wir müssen dafür sorgen, dass auch privates Kapital mobilisiert wird, um den sozialen Wohnungsbau zu aktivieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir private Klein- und Kleinstanleger motivieren können, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Bei den bestehenden niedrigen Zinssätzen ist es für private Kleininvestoren attraktiv, ihr Privatvermögen für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Dies könnte passieren, indem bei der Bank für Wirtschaftsförderung und Infrastruktur ein Bankenprodukt aufgelegt wird, mit dem das private Kleinstkapital durch eine direkte öffentliche Förderung ergänzt wird und dafür Wohnungen mit einer längeren Bindungsdauer von etwa 15 Jahren gebaut werden können. Das wäre dann eine Ausnahmegenehmigung zum Wohnraumförderungsgesetz, damit für diese Anleger eine langfristige Sicherheit geschaffen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt,
dass auch private Klein- und Kleinstanleger das auch deshalb tun, weil Menschen eine soziale Verantwortung für ihr Land haben und das an dem Thema Wohnungsbau auch bereit sind, einzubringen in das, was zu besorgen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus schlagen wir vor, die Grunderwerbsteuer für Investitionsprojekte des sozialen Wohnungsbaus von 6% auf 4% zu reduzieren. Dies kann Hessen alleine und ohne den Bund machen. Damit würde ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, den Wohnungsbau zu investieren. Und ich will das an der Stelle sagen. Ich fordere die Landesregierung auf, die Debatte. Ich mache das auch meinerseits. Nicht, dass Sie sagen, ihr seid ja in der Bundesregierung. Keine Angst, wir machen das auch. Die Landesregierung auf eine Debatte über die Wiedereinführung der Eigenheimzulage mit anzustoßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Projekt in der Vergangenheit, das sehr erfolgreich war. Und ich finde, es ist des Schweißes der Edlen wert, darüber nachzudenken, dies aufleben zu lassen. Fazit. Wir haben begonnen, den öffentlichen Wohnungsbau zu fördern. Die Rahmenbedingungen sind noch nicht optimal, was die Wohnraumförderung in Hessen angeht. Aber bitte lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und darüber nachdenken und auch es dann umsetzen, auch privates Kapital zu aktivieren mit direkten Zuschüssen, nicht mit Darlehensprodukten, um den sozialen Wohnungsbau und den Bau von Wohnungen für mittlere Einkommen weiter voranzubringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Priska Hinz hat jüngst eine Wohnungsbedarfsprognose vorgelegt. Es wurde damit noch einmal deutlich, wie viel Wohnraum hier geschaffen werden muss in Hessen. Da sind noch viele Anstrengungen nötig. Da sind wir uns mit der SPD, glaube ich, einig, dass diese Anstrengungen weiterhin nötig sind. Und die Bedarfsprognose hat aber darüber hinaus gezeigt, dass die Bedarfe in Hessen sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite haben wir den Ballungsraum, da haben wir die Großstädte, wo bezahlbarer Wohnraum fehlt, wo es einen Wohnungsmangel gibt. Auf der anderen Seite haben wir Mittelhessen, Nordhessen, wo es in den meisten Gebieten sogar einen Wohnungsüberschuss gibt. Auch darauf möchte ich in dieser Debatte hinweisen. Meine Damen und Herren, und genau aus diesem Grund ist es notwendig, dass man zielgenau, dass man passgenau auf diese unterschiedlichen Bedarfe auch reagiert und nicht wie die SPD pauschal immer mehr, mehr, mehr fordert oder in die Mottenkiste der Wohnungsbaupolitik greift. Herr Siebel, Sie haben es gerade noch einmal gesagt, und die Eigenheimzulage, solche Instrumente daraus hervorkramt, um dann mit neuen Vorschlägen einfach noch einmal sozusagen den Wählerinnen und Wählern zu suggerieren, die SPD ist gut für Sie, die SPD sorgt dafür, dass Sie ein Eigenheim bauen können. Das ist nicht unsere Politik, meine Damen und Herren. Die Landesregierung hat in einer großen Kraftanstrengung bereits so viele Fördermittel wie nie für den sozialen Wohnraum bereitgestellt. 1 Milliarde €, das sind Wohnungsbaumittel. So viel gab es noch nie in Hessen. Die Wohnungsbaumittel fast verdoppelt mit flexiblen, passgenauen Förderprogrammen für die klassischen Sozialwohnungen, für die mittleren Einkommen, für studentische Wohnungen und auch für Geflüchtete. Damit hat die Landesregierung gezeigt, wohin die Reise geht. Und zum Thema zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse. Sie haben es angesprochen, Herr Siebel. Sie fordern in Ihrem Antrag, was schon bereits gemacht wurde, was bereits umgesetzt ist. Es gibt Darlehen und es gibt Zuschüsse. All das ist bereits gemacht worden. Auch da haben Sie nichts Neues gebracht. Mehr fordern geht immer. Klar, das ist das Recht der Opposition. Aber ich finde, in einer so wichtigen Frage, meine Damen und Herren, sollte man schon einmal etwas genauer hinschauen und zumindest Vorschläge machen, die in eine Richtung gehen. In eine Richtung. Ihre Vorschläge gehen nicht in eine Richtung. Ihre Vorschläge gehen komplett auseinander. Es ist kein abgestimmtes Konzept, was Sie hier vorgelegt haben.
Sie haben ein Sammelsurium an Punkten abgeliefert in Ihrem Antrag. Sie greifen in die Mottenkiste der Wohnungspolitik. Hier haben Sie einfach alles reingepackt, was Sie irgendwo auflesen konnten. Und ein besonders interessanter Punkt, den Sie gerade gebracht haben, ist die Wiedereinführung der Eigenheimzulage. Die Senkung der Grunderwerbsteuer in Hessen, das könnte man ganz allein in Hessen machen, haben Sie auch angesprochen. Dabei steht in Ihrem Antrag auch drin, es soll zu prüfen sein, weil Sie genau wissen, dass es nicht einfach geht. Und wahrscheinlich geht es überhaupt nicht. Also, ich kann nur sagen, was Sie hier abgeliefert haben mit der Wiedereinführung der Eigenheimzulage, das kann ich nur als schlechten Scherz bezeichnen. Sie haben in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2013, da hätte ich zumindest einmal erwartet, dass Sie das ansprechen, haben Sie es selbst als schlechten Scherz bezeichnet, dass Ramsauer 2013 die Eigenheimzulage wieder einführen wollte. Jetzt stellen Sie sich drei Jahre später hin, sagen kein Wort dazu zu Ihrem Sinneswandel und sagen, die Wiedereinführung der Eigenheimzulage ist ein Projekt, das in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, ein Projekt, das Sie in Ihrer Pressemitteilung sehr kritisiert haben, noch vor drei Jahren. Ich finde, wenn man so einen Sinneswandel hinlegt, dann sollte man zumindest einmal begründen, wieso, weshalb, warum. Kein Wort dazu. Also, ich finde das schon etwas peinlich, meine Damen und Herren. Und so möchte ich aus dieser Pressemitteilung auch einmal zitieren. 2013, wie gesagt, 15. Februar 2013, das ist nicht abenteuerlich, Sie können es direkt nachlesen. Also, ich zitiere, der Vorstoß ist unsinnig, sagten Sie damals. Die Eigenheimzulage ist ein teures Instrument und hat in der Vergangenheit bis zu 10 Milliarden Euro bundesweit an Steuermindereinnahmen verursacht. Zitat Ende, Herr Siebel. Also, ich finde, dazu können Sie vielleicht noch einmal das eine oder andere Wort sagen, woher dieser Sinneswandel kommt. Meiner Meinung nach ist es der reine Populismus, den Sie hier gerade vorgestellt haben. Und ich finde es auch erstaunlich, die SPD ist doch an der Regierung, und Sie fordern hier von dem Land Hessen, dass das Land Hessen initiativ wird und sozusagen Ihre Bundesregierung dazu auffordert, diese Eigenheimzulage wieder einzuführen. Also ist es schon wirklich ein starkes Stück, was Sie hier abgeliefert haben. Meine Damen und Herren, all das, was Sie gerade vorgestellt haben, Ihr Antrag, das zeigt die Irrwege und die Konzeptlosigkeit, die Planlosigkeit der Sozialdemokratie in dieser Frage. Ihre Wohnungspolitik geht in keine Richtung. Unsere Wohnungspolitik hat einen klaren Kurs, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, was wir stattdessen brauchen, statt Planlosigkeit, ist ein abgestimmtes Konzept in der Wohnungspolitik, Förderprogramme für alle Bedarfe. Und genau das hat doch die Landesregierung vorgelegt. Für Menschen, die auf eine Sozialwohnung angewiesen sind. Hier möchte ich auch die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe erwähnen, die den Kommunen zusätzliche Einnahmen für den sozialen Wohnungsbau beschert. Ich möchte erwähnen, das Programm, das neue Programm für die Studierenden. Genau das ist doch der Bedarf, der im Moment herrscht. Genau da hat man doch flexibel und passgenau reagiert. Und die Studierenden sollen doch in Hessen nicht nur gute Hochschulen vorfinden, sie sollen doch auch günstige, preiswerte, moderne Wohnungen bekommen. Und daran arbeiten wir doch. Natürlich kann man nicht alles von heute auf morgen sofort umsetzen. Das ist doch uns allen klar. Aber genau die Dinge, die gerade nötig sind, die werden gemacht, meine Damen und Herren. All das ist wichtig und zeigt, dass wir in Hessen eine abgestimmte Förderpolitik haben, eine Förderpolitik, die in eine Richtung geht, die einem klaren Konzept folgt. In dieser Frage haben wir einen klaren Kurs, im Gegensatz zu dem, was die SPD an widersprüchlichen Vorschlägen mit ihrem Antrag unterbreitet hat. Natürlich ist es wichtig, dass diese Programme auch gut unterfüttert sind. Mit 1 Milliarde € steht so viel Geld zur Verfügung wie nie. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass bisher kein einziger Antrag in der Förderung abgelehnt werden musste. Das ist die Wohnungspolitik, meine Damen und Herren, die Hessen braucht. Und natürlich muss weiter daran gearbeitet werden. Natürlich kann man sich nicht darauf ausruhen. Das ist doch ganz klar. Wir haben doch Probleme. Ja, natürlich haben wir die Einsicht. Ich glaube, davon kann man die Augen nicht verschließen. Und deswegen wird ja daran gearbeitet. Natürlich brauchen wir, und da gebe ich Herrn Siebel recht, noch mehr Anreize, auch für die privaten Investoren. Die müssen geschaffen werden. Genau deshalb warten wir doch dringend darauf, dass die Sonderabschreibung für den Bau von Mietwohnen endlich kommt.
Leider blockiert hier die SPD im Bund, und es ist fraglich, ob dieser Anreiz überhaupt dieses Jahr noch kommen kann. Also, meine Damen und Herren, dazu kam von Ihnen auch kein Wort. Da wäre es doch einmal gut, wenn wir alle zusammen darauf hinwirken würden, dass diese Sonderabschreibung endlich kommt. Genau das ist der Anreiz für die privaten Investoren, von denen wir gesprochen haben. Meine Damen und Herren, das Land Hessen stellt Wohnungsbaufördermittel zur Verfügung. Die Ausweisung von Bauland aber, das kann das Land nicht verordnen. Oder wie Verbandsdirektor Ludger Stüver sagte, letztendlich hängt es auch davon ab, vom Entscheidungswillen der Kommunen, wie viel gebaut wird und wo gebaut wird. Deshalb ist es auch gut, dass Ministerin Hinz mit allen Beteiligten zusammen an dem Thema arbeitet und die Allianz für Wohnen eingerichtet hat, die konkrete Vorschläge erarbeitet hat. Und genau das wird doch angepackt. Das wird doch überhaupt nicht bezweifelt. Das sind doch die Dinge, die jetzt gemacht werden. Denn vieles geht doch einfach nur, wenn man da auch eng zusammenarbeitet in der Wohnungspolitik. Und ich finde es auch gut, dass in der Allianz für Wohnen nicht nur über Quantität gesprochen wird, sondern auch über Qualität. Denn Bauen, Bauen ohne Qualität, das schafft uns in 20 bis 30 Jahren neue Probleme. Und genau das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir, dass weiterhin darauf geachtet wird, auf Qualität, auf Energieeffizienz. Ich glaube, das Thema Klimaschutz darf man da auch nicht außer Acht lassen. Die Nebenkosten, das ist ein großes Thema. Deshalb Quantität ist wichtig, aber auch Qualität sollten wir nicht außer Acht lassen. Meine Damen und Herren, Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Und auch das sollte man bei aller Notwendigkeit des Wohnungsbaus, des schnellen Wohnungsbaus, nicht außer Acht lassen. Meine Damen und Herren, wir halten Kurs. Wir haben einen klaren Kurs in der Wohnungspolitik. Wir wollen bezahlbare Wohnungen für alle. Wir wollen nicht, dass Mieterinnen und Mieter in den Großstädten an den Rand gedrängt werden, dass nur noch bestimmte Leute in den angesagten Vierteln in den Städten wohnen können. Und wir wollen lebenswerte Dörfer in den ländlichen Räumen. Wir wollen, dass dort die Dorfkerne erhalten bleiben und dass dort wirklich auch Qualität vorherrscht, dass die Menschen sich dort wohlfühlen können. Dafür haben wir die städtebaulichen Programme. All das ist sinnvoll in Hessen zu machen. All das wird schon gemacht. Unsere Bauministerin hat das angepackt. Und wir werden weiter natürlich an diesem Thema dranbleiben und weiter daran arbeiten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die jüngst vorgelegten Zahlen des Wohnungsbedarfsberichts der Hessischen Landesregierung sind erschreckend. Überrascht haben Sie mich allerdings nicht. Nun ist es also amtlich. Bis 2040 werden in Hessen 517.000 weitere Wohnungen benötigt, eine gigantische Zahl, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Eine Zahl, die übrigens schonungslos zutage fördert, dass es in den vergangenen Jahrzehnten in Hessen an Versäumnissen in Sachen Wohnungsbau gegeben hat und immer noch gibt. Eine Zahl, die auch zum Ausdruck bringt, dass das grenzenlose Vertrauen, dass der Wohnungsmarkt es schon richten werde, nur bitter bezahlt werden muss. Vorwiegend in großen Städten und im gesamten Rhein-Main-Gebiet bezahlt von Mieterinnen und Mietern mit geringen und mittleren Einkommen, die oft mehr als 50% ihres Familieneinkommens für Miete und Nebenkosten aufbringen müssen. Die Versäumnisse der Politik der letzten Jahre, insbesondere was den ständigen Rückgang an preiswerten Sozialwohnungen angeht, werden jetzt noch deutlicher. Ende 2014 waren bei den Wohnungsämtern der Städte rund 45.000 berechtigte Haushalte registriert. Viele warten viele Jahre auf eine bezahlbare Mietwohnung, weil der Bestand sich seit 25 Jahren von 206.000 Wohnungen auf rund 100.000 in Hessen halbiert hat. Das Pestel-Institut kam in einer Studie auf eine Zahl von rund 280.000 Haushalten, die Anspruch auf eine Sozialwohnung in Hessen haben. Die meisten lassen sich also
erst gar nicht registrieren, geben schon vorher auf. Und Frau Feldmayer, ganz speziell an Ihre Adresse. Ich sage mal so, wenn man die Zahlen genau betrachtet und die Dramatik, die darin liegt, und wir erleben es ja jeden Tag, auch was die Miet- und Preisentwicklung im Wohnungsbau gerade im Rhein-Main-Gebiet angeht, dann vermisse ich seitens Ihrer Fraktion so etwas wie Empathie, so etwas wie Solidarität mit den kleinen und mittleren Familien, um endlich etwas dagegen zu tun, diese Preisentwicklung aufzuhalten. Und dann heißt das in der Tat auch Bau von zusätzlichen Wohnungen und insbesondere von preiswerten Wohnungen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass im Zuge der zum Glück verhinderten Privatisierung der nassauischen Heimstätte, da waren wir im Übrigen alle beteiligt, noch, auch Sie, das will ich zugestehen, hier, nicht alle, aber die GRÜNEN waren da durchaus auch beteiligt, Herr Staatsminister Dr. Schäfer hier im Hause davon gesprochen hat, dass Wohnen keine Kernaufgabe der Landespolitik sei. Keine Kernaufgabe der Landespolitik. Dieser Satz steht sinnbildlich für den fahrlässigen Umgang der früheren Landesregierung mit dem Thema Wohnen, meine Damen und Herren. Die jetzige Situation am Wohnungsmarkt ist nämlich das Resultat genau dieser verfehlten Politik. Und da helfen auch keine beschönigten Anträge der Koalitionsfraktionen, so wie sie heute vorliegen, und die intensiven Aktivitäten nur vorgaukeln, statt tatsächlich sozusagen neue Aspekte, neue Forderungen in die Debatte einzubringen, so wie es notwendig wäre. Vor knapp zwei Wochen fand die Expertenanhörung zu unserem Gesetzentwurf gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum im ULA statt. In dieser Anhörung wurde von den Experten mehrfach betont, dass alles Erdenkliche getan werden muss, um verstärkt bezahlbaren, menschenwürdigen Wohnraum zu schaffen. Da waren die alle einer Meinung. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass das so einhellig hier vorgetragen wurde. Jede Maßnahme, also, die geeignet wäre, dies zu erreichen, sei zu begrüßen. Insofern unterstützen wir den vorliegenden Antrag der SPD, da alle dort aufgeführten Punkte geeignet sind, um mehr preiswerten Wohnraum zu schaffen. Aber ebenso wie unser Gesetzentwurf gegen Leerstand und Zweckentfremdung oder die zum 01.07.2016 endlich in Kraft getretene Fehlbelegungsabgabe, da spreche ich Ihnen ja sozusagen auch Ihre Urheberschaft mit zu und erkenne die auch an, sind diese Forderungen nur einzelne Bausteine einer vernünftigen Wohnungspolitik. Wir brauchen viel mehr dieser Bausteine. Keiner dieser Maßnahmen wird nämlich alleine ausreichen, um das gewaltige Problem von 517.000 fehlenden Wohnungen bis 2040 zu beheben. In den nächsten fünf Jahren, so sagt die Ministerin, müssen demnach also jährlich 37.000 Wohnungen zusätzlich entstehen. Das bedeutet die Verdoppelung der derzeitigen Bautätigkeit. Die Verdoppelung, meine Damen und Herren. Es ist vollkommen klar, dass dies eine Herkulesaufgabe ist, für die zusätzliche finanzielle Mittel in erheblichem Umfang in die Hand genommen werden müssen. Und das ist auch unsere Forderung an die Landesregierung. Hier reicht es derzeit, die bestehenden 12 Förderprogramme eben nicht aus. Es ist ein erhebliches Investitionsprogramm über viele Jahre notwendig, das deutlich über die Mittel hinausgehen muss, die Sie z.B. im Kommunalen Investitionsprogramm als Darlehen zur Verfügung gestellt haben. Frau Ministerin Hinz, selbst 1 Milliarde € bis Ende der Legislaturperiode sind dafür nicht ausreichend. Und im Übrigen würde mich eine konkrete Aufstellung dessen, was da von Landesmitteln, was da von Bundesmitteln sind, auch einmal sehr interessieren. Die Kommunen müssen schnellstens finanziell wieder in die Lage versetzt werden, eigenen, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu betreiben. Dazu brauchen sie deutlich mehr finanzielle Mittel
und auch mehr Know-how. Und das muss unser Blickwinkel sein, nicht das weitere Hofieren privater Investoren, so wie es im Koalitionsantrag vorgeschlagen wird. Diese Investitionen dürfen nicht an Schuldenbremse und Schutzschirm scheitern, denn sie sind von grundlegender gesellschaftlicher Bedeutung. Hier brauchen wir dringend andere gesetzliche Regelungen für die Kommunen, zumal ja beim Wohnungsbau den Investitionen immer entsprechende Werte stets gegenüberstehen. Und das ist auch zu berücksichtigen. Dort, wo investiert wird, muss die Schuldenbremse durchbrechbar sein. Das heißt es. Dort, wo Investitionen vorgenommen werden und nicht. Weil an diesem Dogma scheitert ansonsten eine entsprechende Wohnungsbaupolitik, wenn Sie das weiter aufrechterhalten. So. Gerade die Landkreise könnten nach unseren Vorstellungen Wohnungsbaugesellschaften als gemeinsame Zweckverbände im Landkreis, mit dem Landkreis und den Kommunen schaffen, um die notwendigen Aktivitäten auch für preiswerte Wohnungen zu bündeln und wieder voranzutreiben. Leider geht die Landesregierung jedoch immer noch viel zu zögerlich bei der Beschaffung von Wohnraum vor. Es ist nicht ausreichend, wenn wir uns hier alle vier Wochen aufs Neue mit dem Thema Wohnungspolitik beschäftigen. Was die Aktivitäten im Übrigen der Allianz für Wohnen angeht, kann ich eine Bewertung nicht vornehmen, weil die Fraktionen dieses Hauses in diesen Prozess nicht einbezogen sind und mir keine öffentlichen Informationen vorliegen, die das entsprechend bewerten können. Ein bewusster, wie ich meine, Webfehler dieses ganzen Vorgehens seitens des Ministeriums. Beim Wohnraumangebot für Studierende, das wollen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle, habe ich bis heute im Übrigen noch keinen einzigen Vorschlag gehört, wie Sie der Situation der hessischen Studierenden wirksam begegnen wollen. Hessen ist und bleibt Schlusslicht beim Angebot an studentischen Wohnraum. Nur für 6% der 233.000 Studierenden in Hessen stehen entsprechende Wohnheimplätze zur Verfügung. Hessen ist hier Schlusslicht unter allen Bundesländern. Und das muss sich auch endlich ändern, meine Damen und Herren. Sie sehen, es ist noch sehr viel Luft nach oben, was die Möglichkeit zur Schaffung von bezahlbarem, menschenwürdigem Wohnraum angeht. Wir brauchen ein Investitionsprogramm, das neuen Wohnraum schafft und leerstehenden Wohnraum überall da, wo es möglich ist, zu Wohnraum umwandelt. Und wir brauchen öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die nach diesem Zweck auch arbeiten und sich insbesondere dem preiswerten und sozialen Wohnungsbau verschreiben. Und die müssen wir an der Stelle und die Kommunen unterstützen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung hat angekündigt, jedes Jahr 2 Milliarden € für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Wenn man das einmal umrechnet, kann man damit rund 11.000, 12.000 Wohnungen im Jahr bauen, bundesweit. Wenn man weiterhin bedenkt, dass wir sogar noch vor der Flüchtlingskrise rund 4 Millionen Wohnungen brauchen, dann erscheint diese 2 Milliarden schlichterdings als Witz. Das ist in Hessen nicht viel anders. In Hessen haben wir laut der Studie des Regionalverbandes bis 2030 einen Bedarf von rund 184.000 Wohnungen. Und die Landesregierung hat jetzt ermittelt, dass wir bis 2040 zusätzlich 517.000 Wohnungen brauchen. Damit fehlen rund 37.000 Wohnungen in jedem Jahr. Mit dem, was die Landesregierung angekündigt hat, wofür sie sich ja auch immer stark hat loben lassen, 1 Milliarde € zur Verfügung zu stellen, damit fördern sie umgerechnet rund 10.000 Wohnungen bis 2019. Aber wir brauchen jedes Jahr
37.000 Wohnungen. Sie werden nicht mit dem Geld, Herr Boddenberg, Sie werden mit allem Geld, das die Landesregierung zur Verfügung stellen kann, die Probleme nicht lösen. Wir müssen die Investitionsbremse für die Privaten lösen, Herr Boddenberg. Genau darum geht es. Es ist oft angesprochen worden, heute noch nicht. Es gibt kaum Flächen. Für diese Investoren gibt es kaum Flächen. Und es ist dann auch schon sehr bedenklich, dass vor allen Dingen die Grünen, das sind im Ballungsraum, das kaum ist eine Fläche, die man mal ausgeguckt hat für Wohnungsbau, dass dann die Grünen dann vor Ort dastehen und sagen, na, aber hier geht es gerade nicht. Meine Damen und Herren, da müssen Sie sich dann auch selber mal überprüfen. Wofür Sie sich auch selber haben loben lassen, SPD wie Koalitionsfraktion, sind die Aufstockungen der 50 Millionen Eigenkapital bei der Nassauischen Heimstatt. Jetzt kommt der Vorwurf, die Landesregierung kümmert sich nicht darum, dass diese 50 Millionen € für den Wohnungsbau eingesetzt werden. Herr Kollege Siebel, das war vorauszusehen. Das ist nämlich operatives Geschäft. Und wenn man weiß, dass auch eine Nassauische Heimstätte erst eine Wohnung baut, wenn sie 10 € den Quadratmeter am Markt damit erzielen kann, war klar, dass auf diesem Wege nur mit der Eigenkapitalerhöhung es nicht gelingen wird, die Nassauische Heimstätte dazu zu bekommen, dass sie jetzt flächendeckend auf einmal Wohnungen baut. Auch denen fehlt Grund und Boden. Auch denen fehlt der Markt. Also, ob Sie sich damit selber einen Gefallen getan haben, sich damit die Zustimmung zum Haushalt abkaufen zu lassen, lassen wir dahingestellt. Aber Kollege Siebel hat es eben auch angesprochen. Die Allianz für Wohnen, was schlägt die vor? Da hören wir auch in der Regel immer wieder, verändert die Rahmenbedingungen, verändert die Rahmenbedingungen für die Investoren. Die sagen nichts davon, wir brauchen noch mehr Zuschüsse. Die sagen auch gar nichts von, wir brauchen jetzt verlorene Zuschüsse. Meine Damen und Herren, so viele verlorene Zuschüsse, Sie können gar nicht so viel Geld verschenken, als dass bei diesen Rahmenbedingungen, die diese Landesregierung zu verantworten hat, irgendjemand wirklich Spaß daran hat, Wohnungen zu bauen. Und wenn wir uns die Zahlen dann anschauen, Frau Feldmayer, da muss ich dann schon sagen, bei der Dramatik, ich will das jetzt nicht überzeichnen, aber dass die SPD jetzt auch sagt, wir müssen an den Rahmenbedingungen etwas ändern, z.B. bei der Eigenheimzulage, da kann man sich im Detail ja trefflich darüber streiten. Aber Frau Feldmann, da ist einmal etwas passiert in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Und ich will ausdrücklich sagen, dass das Instrument der Eigenheimzulage damals sehr vernünftig war. Es hat auch Gründe gegeben, warum es ausgelaufen ist. Das gilt übrigens auch für die Sonderabschreibung 10e oder 7b. Die jedermann, für jeden kleinen Mann zur Verfügung gestanden hat. Es hat damals Gründe gegeben, aber in den Zeiten hat sich wieder etwas geändert. Und ich finde es richtig, dass man darüber nachdenkt, diese Eigenheimzulage wieder einzuführen. Unsere Kritik an dem, was die Maßnahmen der Landesregierung betrifft, Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe, Streichen der Wohneigentumsförderung an, das will ich jetzt gar nicht mehr, das haben wir hier zu oft gemacht, das will ich mich hier nicht zu sehr daran festhalten. Aber, meine Damen und Herren, wo wir uns dann schon einmal darüber unterhalten sollten, ist vor allen Dingen der Bereich Energie. Bisher sind wir, was die Frage Energieeinsparungen anbelangt, immer wieder von dem einzelnen Objekt ausgegangen. Wir plädieren für eine radikale Reform der NF. Dann nicht nur der Primärenergiebedarf, sondern die CO2-Emission eine zentrale Zielgröße jetzt sein soll. Meine Damen und Herren, da müssen wir uns doch ernsthaft fragen, macht es CO2 wirklich am einzelnen Objekt Halt? Macht es wirklich an der einzelnen Wohnung sich fest? Oder sollten wir nicht darüber nachdenken, ob wir in einer ich sag mal, gesamtheitlichen Betrachtung uns das anschauen? Wenn wir Rahmenbedingungen ändern wollen, gerade was den Energieausstoß anbelangt, dann macht es für mich mehr Sinn,
ein gesamtes Quartier zu betrachten und wie hoch da der CO2-Ausstoß ist. Da will ich mit Ihnen ja gar nicht in die grundsätzliche Debatte CO2-Ausstoß eintreten, ja oder nein. Aber es macht für mich keinen Sinn, immer die einzelne Wohneinheit zu betrachten, aber das Gesamtobjekt außer Acht zu verlieren. Meine Damen und Herren, das wäre etwas, das wäre mal wirklich neu. Und leider ist ja auch der Klimaschutzplan, den die Hessische Landesregierung nicht dazu geeignet. Er sieht massive Eingriffe in die persönliche und wirtschaftliche Freiheit der Eigentümer vor. Und, meine Damen und Herren, etwas anderes, und dort will ich ausdrücklich sagen, sind wir nicht der Urheber. Darauf bringt uns ja die Wohnungswirtschaft. Das ist das serielle Bauen. Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir uns über Rahmenbedingungen unterhalten und wie wir das Bauen günstiger machen können, haben wir bei seriellen Bauen haben wir immer gleich, ich sage ja mal, Plattenbauten im Kopf. Ich glaube, dass es aber eine Chance sein kann im seriellen Bauen, wenn wir darauf abzielen, dass wir veränderbare Grundrisse haben, dass wir Modelle entwickeln, die flexibel bleiben, die sich an einer demografischen Entwicklung, an unterschiedliche Lebensentwürfe anpassen. Wenn wir uns mit diesen Modellen etwas mehr auseinandersetzen, könnten wir auch bei der Frage, wie können wir tatsächlich Wohnraum günstiger erstellen, als wir es bisher machen, vielleicht einmal einen Schritt weiterkommen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, dass das durchaus auch eine Grundlage, Diskussionsgrundlage für eine internationale Bauausstellung im Rhein-Main-Gebiet sein kann. Das wären neue Ansätze, warum man auch eine internationale Bauausstellung wirklich begründen könnte. Es wären neue Dinge, die modellhaft vielleicht für die ganze Bundesrepublik sein könnten, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine gute Städteplanung. Wir brauchen Strategien, um die Urbanität in den Innenstädten zu erhalten. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich da zum Schluss kommen. Eines kann ich Ihnen natürlich nicht ersparen, und ich werde es so oft wiederholen, bis es Ihnen zum Ohren herauskommt. Wir werden die Probleme, gerade im Wohnungsbau, im Ballungsraum ohne den ländlichen Raum nicht lösen. Und dazu brauchen wir eine gute Verkehrsanbindung im Straßenbau, aber auch beim ÖPNV. Dazu gehört eben auch die Förderung vom Eigenheim, meine Damen und Herren. Das ist gerade für den ländlichen Raum von herausragender Bedeutung. Meine Damen und Herren, wenn wir die Augen dafür zumachen und glauben, wir könnten die Probleme im Ballungsraum alleine damit lösen, dass wir irgendwo Geld versenken, dann machen Sie sich wirklich schuldig an der Zukunft dieser Region, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die SPD hat heute uns einen Setzpunkt gegeben, mit dem wir die Möglichkeit haben, die Wohnungspolitik, die wir als Regierungskoalition hier in Hessen erfolgreich auf den Weg gebracht haben und umsetzen, darzustellen. Dafür möchte ich Ihnen danken, Herr Siebel. Herr Siebel, Sie haben auch ausgeführt, dass der Antrag, den wir hier vorgelegt hätten, die 8 Punkte unter unseren Möglichkeiten wäre. Da haben Sie völlig recht. Ich könnte zu jedem dieser 8 Punkte Ihnen eine halbe Stunde einen Vortrag halten. Ob es allerdings bei Ihnen etwas nützen würde, da habe ich allerdings meine Zweifel. Was man aber nicht sagen kann, Herr Siebel, dass der Antrag, den Sie gestellt hat, dass Sie da wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten haben. Der ist noch nicht einmal halb so lang. Und ich würde sagen, nach Ihren Ausführungen waren Sie an den Grenzen Ihrer Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, warum? Weil wir natürlich viele Dinge hier inhaltlich auf den Weg gebracht haben und uns mit den Dingen beschäftigt haben. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass für uns das Thema Wohnen und das heißt bezahlbarer Wohnraum für Menschen auch mit geringem und mit mittleren Einkommen wichtig ist und dass es selbstverständlich Verantwortung der Politik ist. Und Herr Schaus, Sie haben dort Herrn Dr. Schäfer etwas in den Mund gelegt, was er so nicht gesagt hat. Es ist immer
unsere Position gewesen, dass es selbstverständlich Aufgabe der Politik ist, die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass die Menschen in unserem Land gut leben können. Und dazu gehört eben auch, dass sie gut wohnen können. Aber wir sagen auch, das kann natürlich nicht Aufgabe des Staates und der öffentlichen Hand alleine sein. Das ist ein Unterschied, den wir zu dem einen oder anderen Debattenredner hier deutlich machen. Ich will es mal daran verdeutlichen, Herr Schaus, ich habe Ihnen ja zugehört. Es kann nicht schaden, wenn Sie vielleicht auch zuhören. Ob es nützt, warten wir ab. Aber zumindest den Versuch könnten Sie ja machen. Also, es ist so, dass wir nach dem Gutachten des IWU 517.000 Wohnungen brauchen. Und dass, wenn wir 517.000 Wohnungen brauchen, dass wir uns ja mal vor Augen halten, wie das IWU das ermittelt hat, welche Summe wir dafür brauchen. Es ist so, wenn wir nur einmal rechnen mit einer Wohnungsgröße im Durchschnitt von 60 Quadratmetern, was ja nun bestimmt nicht luxuriös und großzügig ist, und wenn wir dann überlegen, dass der Quadratmeter Wohnfläche in der Richtung etwa 2.500 € kostet, dann kann jeder nachrechnen, dass wir für die 517.000 Wohnungen 77,5 Milliarden € brauchen. Und Herr Schaus, dann erklären Sie doch einmal nach Ihren Vorstellungen, dass das der Staat alles machen soll, wie Sie diese 77,5 Milliarden € aufbringen wollen. Also, Sie sehen doch, dass Ihr Ansatz, dass der Staat in der Lage wäre, den Mangel an Wohnraum durch eigene öffentliche Programme abzudecken, dass das genauso zum Scheitern verurteilt wäre, wie es eben in dem Land, in dem Sie lange Zeit regiert haben, in der DDR, als Sie noch SED hießen, eben auch gescheitert ist. Meine Damen und Herren, also das die Idee der Plattenbauten und der staatlichen Wohnbauprogramme, damit die Dinge zu lösen, sieht man doch schon an der Größenordnung, dass das völlig absurd ist und deswegen auch nicht greifen kann. Nein, natürlich müssen wir sozialen Wohnungsbau betreiben und machen das auch mit dem hervorragenden Programm. Ich bin auch der Ministerin, die sich hier außerordentlich einbringt und engagiert, sehr dankbar dafür, dass wir das tun. Aber wir wissen natürlich auch, dass das eben nicht ausreicht. Wir müssen investorenfreundliche Rahmenbedingungen bieten, damit das gemacht werden kann. Die SPD schlägt hier vor, einmal die Wiedereinführung der Eigenheimzulage. Auch hier hat es mich gewundert, Herr Schaus, dass Sie erklärt haben, Sie wären für alle Punkte, die in dem SPD-Antrag stehen. Das heißt, die LINKE ist jetzt mittlerweile für die Wiedereinführung der Eigenheimzulage. Finde ich bemerkenswert. Das werden wir gelegentlich einmal aufgreifen in zukünftigen Debatten. Sie sind ebenfalls für eine Absenkung der Grunderwerbsteuer offensichtlich. Auch das werden wir uns merken. Wir sind einmal gespannt, ob Sie bei dieser Meinung bleiben. Ja, Herr Schaus, Sie waren hier im Rednerpult und haben erklärt, Sie würden den Antrag in allen Punkten unterstützen. Und das merken wir uns einfach einmal. Ja, meine Damen und Herren, die Punkte, die hier von der SPD aufgeführt werden, führen leider überhaupt nicht zum Ziel. Eigenheimzulage ist sicherlich dann eine gute Idee, wenn es für die Finanzierung benötigt werden würde. Fakt ist aber, dass wir heute aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bestimmt nicht in der Situation sind, dass es im Finanzierungsbereich Probleme gibt und dass das das ausschlaggebende Kriterium ist, ob jemand eine Eigentumswohnung erwirbt oder nicht. Das heißt, das niedrige Zinsniveau ist bereits eine unglaubliche Förderung für diejenigen, die eine Eigentumswohnung oder ein Familienhaus sich erwerben wollen. Sie sollten es natürlich auch in Anbetracht der heutigen Zinslage tun. Meine Damen und Herren, wenn wir aber an die anderen Punkte denken, die Sie hier erwähnen von der SPD,
dann hatte ich schon darauf hingewiesen, nicht enthalten ist in Ihren Punkten vor allem, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit eben Private die von mir eben genannten 77,5 Milliarden €, die wir brauchen, auch aufbringen. Und dazu gehören eben investorenfreundliche Rahmenbedingungen. Und, Herr Siebel, wenn Sie etwas Gutes tun wollen für den Wohnungsbau, dann sollten Sie einmal mit Ihrem Bundesjustizminister, Herrn Maas, reden. Denn der hat ja einen Entwurf mittlerweile auf den Weg gebracht, in dem aus einem Mietspiegel, ein Spiegel soll ja bekanntlich den Markt widerspiegeln, jetzt eine historische Zeitreihe gemacht werden soll, in dem vorgesehen ist, dass dort nicht nur aktuelle Mieten hineingenommen werden sollen, sondern auch Mieten, die vor 8 Jahren mal vereinbart wurden, also eher eine historische Tabelle. Nur wenn diese historische Tabelle dann in Zukunft Grundlage für die Mieten wäre, die Investoren nehmen können, dann ist doch klar, dass niemand mehr bereit ist, zu investieren. Also, wenn Sie etwas tun wollen für den Wohnungsbau, dann müssen Sie Ihr Ansinnen nicht an die Hessische Landesregierung richten, sondern an Ihre Parteifreunde in Berlin, dass die einmal darüber nachdenken, wie viel Sinn es macht, in einer Phase, in der wir Menschen motivieren wollen, in Wohnungsbau, in Mietwohnungsbau zu investieren, derartige Dinge auf den Weg zu bringen. Selbst das Umweltministerium, das auch von Ihrem Haus gestellt wird, ist darüber sehr verwundert. Das ist ja auch für den Wohnungsbau zuständig, was der Justizminister da macht. Aber das ist eben genau das Problem der SPD, dass sie mit unterschiedlichen Ministerien, mit unterschiedlichen Positionen immer glauben, alle bedienen zu wollen und bedienen zu müssen. Und deswegen die klare Linie nicht erkennbar ist und Sie sich dann auch deswegen nicht zu wundern brauchen, dass Sie eben die Wähler nicht mehr finden, die Sie damit erreichen wollen. Meine Damen und Herren, wir können also feststellen, die Regierung hier in Hessen hat die notwendigen Weichen gestellt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir nehmen die Herausforderungen im Bereich des Wohnungsmarktes engagiert auf. Wir gehen die Probleme an, und wir lösen sie. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele aus diesem Haus uns dabei begleiten würden. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir erneut über das Thema Wohnungsbau, Wohnungspolitik im Hessischen Landtag debattieren. Die Prognose, Wohnungsbedarfsprognose, die ich jetzt vor Kurzem vorgestellt habe, vom Institut Wohnen und Umwelt entwickelt, berechnet, ist auch ein wichtiger Punkt, den man debattieren sollte, keine Frage. Und es zeigt sich erneut aufgrund der Wohnungsbedarfsprognose, dass wir eine Riesenanstrengung insgesamt vor uns haben, den Wohnungsbedarf zu decken. Ich meine, die Ergebnisse waren nicht überraschend, aber trotzdem machen sie noch einmal deutlich, dass wir insbesondere aufgrund der Zuwanderung im letzten Jahr einen besonderen Bedarf haben bis etwa zum Jahr 2020 und hier vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet. In den ländlichen Regionen Mittel- und Nordhessens ist es nicht so dramatisch. In Teilen haben wir dort auch Wohnungsüberschüsse. Und aufgrund der demografischen Entwicklung wird es so sein, dass wir dort tatsächlich zunehmend keinen Wohnungsbedarf mehr haben, sondern man muss eher überlegen, wenn wir jetzt einen Buckel haben bis zum Jahr 2020 in diesen Gebieten, wie man eine Entwicklung vorantreibt, ohne hinterher dort Wohnungsüberschuss zu haben. Das wird eine wichtige Planungsaufgabe dort auch für die Kommunen sein, bei denen wir ihnen natürlich gerne helfen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir auch und gerade im Bereich des sozialen Wohnungsbaus
einen hohen Bedarf haben, vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet. Das ist auch zuvörderst die Aufgabe des Staates, für sozialen Wohnungsbau zu sorgen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und auch für Investitionen zu sorgen aus staatlichen Mitteln. Der soziale Wohnungsbau ist die Aufgabe des Landes, nicht den Wohnungsbau insgesamt zu fördern mit staatlichen Mitteln. Das werden wir nicht schaffen. Dafür brauchen wir private Investoren. Hier können wir für gute Grundlagen und Rahmenbedingungen sorgen. Aber wir können nicht 517.000 Wohnungen aus dem Landeshaushalt bauen. Das muss, glaube ich, hier ziemlich klar gesagt werden. Ich gehe auch davon aus, dass Ihnen das allen klar ist. Wir haben im Moment ausreichend Mittel zur Verfügung für den sozialen Wohnraum. Wir haben auch schon reagiert mit der Ausentwicklung neuer Förderlinien für die Studenten im Ballungsraum. Wir haben die Fördermittel deutlich erhöht. Wir haben bis 2019 derzeit, ich sage ausdrücklich derzeit, insgesamt 1 Milliarde € zur Verfügung. Wir haben die Konditionen der Fördermittel attraktiver gemacht. Wir haben nicht nur die Darlehenssummen, die Darlehensprogramme gesenkt, sondern, oder die Zinsen für die Darlehensprogramme gesenkt, sondern wir haben die Darlehen auch durch Zuschüsse ergänzt. Das kommt richtig gut an. Wir merken, dass dieses ankommt, weil die Investoren, auch die Wohnungsbaugesellschaften, aber auch die privaten Investoren auf diese Programme zugreifen. Ich verstehe, dass Sie das nicht hören möchten, aber Sie greifen auf diese Programme zu. Wir haben in diesem Jahr bereits für 230 Millionen Euro Anträge für sozialen Wohnraum. Das ist das, was wir an Erfolg zu verzeichnen haben. Und darauf bin ich stolz, dass wir das so hingekriegt haben. Da brauchen wir uns doch gar nicht verstecken, dass die Programme angenommen werden, weil wir nämlich mit den Leuten reden und die Förderprogramme dann auch zielgenau so entwickeln, dass sie vor Ort ankommen. Und das finde ich auch richtig. Und wenn hier gesagt wird von Herrn Siebel, wir müssten die Bindungsfrist verlängern. Also, Herr Siebel, vielleicht haben Sie noch nicht verstanden, dass die Konditionen für das KIP so sind, dass dort 15 Jahre Bindungsfrist ist. Das, was Sie vorhin hier eingefordert haben, gilt für 230 Millionen Landesmittel. Da brauchen wir keine Ausnahmegenehmigung. Und diese Mittel, die KIP, kommen auch hervorragend an, und sie sind vor allen Dingen für den Umbau und die Umwandlung von Nichtwohngebäuden im Kernbereich von Kommunen. Das heißt, wir brauchen noch nicht einmal neue Fläche, sondern wir können jetzt sehr schnell zu bezahlbarem Wohnraum kommen, das, was die Kommunen im Moment auch brauchen. Auch hier liegen wir goldrichtig, meine Damen und Herren. Und dann fordert die SPD, wir sollen ein Förderprogramm für Bezieher mittlerer Einkommen machen. Dafür sollen wir die WIBank beauftragen. Also, liebe Leute, wir haben zwei Programme für die mittleren Einkommen, einmal aus der klassischen sozialen Wohnraumförderung, extra für die Kommunen, die angespannten Wohnraum haben im Ballungsraum. Und auch die Hälfte der im KIP geförderten Wohnungen können für diesen Personenkreis zur Verfügung gestellt werden. Da brauchen wir nicht noch ein Programm, das trägt eher zur Verwirrung bei, sondern diese Programme können jetzt abgerufen werden, und sie werden abgerufen. Und wir haben auch noch Finanzmittel zur Verfügung. Es ist nicht so, dass wir am Ende der Fahnenstange sind. Von daher hören Sie doch auf mit Ihren Unkenrufen, sondern fordern Sie lieber die Kommunen und die Investoren auf unsere Programme zuzugreifen.
Und für die Nassauische Heimstätte, da bin ich ja der SPD durchaus dankbar gewesen, dass sie mit uns gemeinsam hier beschlossen hat, die Eigenkapitalquote zu erhöhen. Und ich sage Ihnen jetzt heute an dieser Stelle, dass ich mich freue, dass die Stadt Frankfurt sich nach der Kommunalwahl sortiert hat und dass wir jetzt von dem Mitgesellschafter, von dem wir ja beide hoffentlich wollen, also ich als Ministerin und die SPD-Fraktion auch, dass sie dabei bleibt, mindestens mit der Sperrminorität. Die Stadt Frankfurt hat jetzt gesagt, sie will dabei bleiben. Und wir haben den Private Investor Test daraufhin eingeleitet und sind jetzt gut dabei. Ich freue mich, dass die Kommunalwahl jetzt sozusagen überwunden ist und die Schmerzen danach. Und jetzt kann es vorangehen in unserem gemeinsamen Interesse. Die Forderung der SPD nach Eigenheimzulage. Also, das war ja wirklich damals ein Programm mit hohen Mitnahmeeffekten, für viele Menschen, die das nicht gebraucht haben. Und ich sage Ihnen, diese 10 Milliarden €, die man über die Steuer verliert, sollte man lieber dafür nehmen und einsetzen, ganz konkret soziale Wohnraumförderung auch von Bundesseite aus zu unterstützen, aber nicht wieder solch ein Programm zu machen, das zu nichts führt, eher zur Zersiedelung der Landschaft. Und es ist ja nicht so, als würden wir selbstgenutzten Wohnraum nicht mehr fördern. Wir haben auch in diesem Jahr bislang 20 Millionen € dafür zur Verfügung, auch aufgrund der Antragslage. Und natürlich sind das vor allen Dingen im ländlichen Bereich die Möglichkeiten, die dann auch gegeben werden, damit Bevölkerung zu selbstgenutztem Wohnraum kommen kann, gerade auch was den Kauf von Wohnungen angeht, also ehemalige soziale Wohnungen, aber teilweise auch Neubau. Aber wir können dadurch sehr viel besser steuern, wo auch gebaut werden kann und soll. Und das ist im Hinblick auf die ländlichen Räume und den Wohnungsüberschuss, den drohenden, den ich eben genannt habe, eben auch sinnvoll, dass man schaut, wo solche Anreize gesetzt werden. Wenn die Bundesregierung hier weiter mit ins Boot will, was die Wohnraumförderung angeht, dann schlage ich doch vor, dass wir gemeinsam jetzt die Große Koalition im Bund dazu bringen, möglichst schnell die Sonderabschreibung für Wohnraumförderung auf den Weg zu bringen. Wir im Bundesrat warten darauf, dass wir das endlich beschließen können, weil hier wäre ein weiteres Signal für die Investoren, auch in den Wohnungsbau zu investieren. Meine Damen und Herren, als allerletztes noch. Ich habe ja mit den Oberbürgermeistern und Landräten in der letzten Woche zusammengesessen, gerade was den Rhein-Main-Ballungsraum angeht. Wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch, auch was die Frage von interkommunalen Projekten angeht, von gemarkungsübergreifenden Projekten, seriellem Bauen und Ähnlichem. Wir werden das in die Allianz jetzt noch einmal zusätzlich mit einspeisen. Aber was die Ergebnisse der Allianz angeht, die demnächst ja auch veröffentlicht werden. Ich wundere mich, dass die SPD schon genau weiß, was wir jetzt aus den Ergebnissen machen sollen. Die Ergebnisse sind nämlich noch nicht veröffentlicht. Die Zwischenergebnisse der Allianz sind in der Abstimmung der Mitglieder der Allianz. Und sobald dieses fertig ist, wird das natürlich übergeben und auch veröffentlicht. Und Sie können sich sicher sein, dass wir die Ergebnisse der Allianz nicht nur ernst nehmen, sondern nach allen Kräften auch in der Umsetzung und unterstützen. Und insofern, wir brauchen viele Bausteine, um das Puzzle insgesamt hinzukriegen. Aber wir sind auf gutem Weg, und ich freue mich über jede Unterstützung, die ich aus dem Parlament dafür bekomme. Danke schön. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Siebel, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gerne zu dem einen oder anderen interessanten Beitrag doch noch einmal etwas ergänzen. Frau Hinz, mit den Ergebnissen der Allianz, also ich gehe nicht so weit wie Kollege Schaus, dass wir in Anspruch nehmen würden, als Fraktionen an der Allianz teilnehmen zu wollen. Das ist eine Runde von, danke schön, von Fachleuten, die dort diskutieren. Wir sollen etwas begrüßen, was uns nicht vorliegt, von dem Sie aber sagen, dass es das noch gar nicht gibt, weil es momentan noch in der Abstimmung der Beteiligten ist. Ja, okay. Also ansonsten, ich habe die Zwischenergebnisse, weil ich bislang, wie manche andere Kollegen hier im Parlament, ab und zu mal auf Parkbänken unterwegs bin, und da findet man so das eine oder das andere. Zweite Bemerkung, Frau Kollegin Gegenfeldmeier, zum Thema Mottenkiste. Ich möchte gerne mit meinem Redebeitrag zur Rettung der Mottenkiste beitragen. Und zwar aus folgendem Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nee, Mottenkiste ist ja immer so etwas, wo die Linkspartei reingreift. Nein, wir greifen alle rein. Und zwar hängt es mit folgendem politischen Sachtatbestand zusammen. Der politische Sachtatbestand ist der, dass eine gute Idee, Herr Caspar, gucken Sie nicht so erschrocken, nicht nur eine gute Idee sein muss, sondern sie braucht auch den richtigen historischen Zeitpunkt, um formuliert und durchgesetzt zu werden. Das ist der eine Sachtatbestand. Und der zweite, aber bei Ihnen gibt es das vielleicht nicht. Und der zweite Sachtatbestand ist auch der, dass also neben dem historischen Punkt, den man hat, man auch darauf achten muss, dass etwas, was man mal erkämpft hat, im politischen System manchmal wieder verschwindet und man es immer wieder neu erkämpfen muss. Und deshalb, Frau Kollegin Feldmayer, ist das mit der Mottenkiste wie folgt. Wir als SPD haben, wir haben es damals nicht als Mottenkiste apostrophiert, immer uns dafür eingesetzt im Lande Hessen, dass es einen neuen Förderweg gibt, nämlich den, mittlere Einkommen zu fördern. Ein schwerer Griff in die Mottenkiste, weil das ist der alte zweite Förderweg des sozialen Wohnungsbaus gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin dankbar dafür, dass die Koalition aus CDU und Bündnis 90 die Grünen den Griff in die Mottenkiste getraut, sich hat getraut zu tun, um den Förderweg für mittlere Einkommen wieder aufleben zu lassen, weil es notwendig ist, dass eben auch diese Personengruppe jenseits der Sozialhilfebezieher eine Chance haben, eine geförderte und damit eine günstigere Wohnung zu bekommen. Zweite Bemerkung, ihr wollt ja immer mehr oder sowas. Ich verrate Ihnen jetzt einfach mal ein Geheimnis aus der SPD-Fraktion. Was meinen Sie denn, mit wem ich, mit wem ich in der SPD-Fraktion am meisten, am kontroversesten und am intensivsten über den Bereich Wohnungsbau diskutiere? Mit unserem finanzpolitischen Sprecher. Und er bestätigt das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb, weil wir zu dem Thema solide und finanzierbare Vorschläge machen und unterbreiten, die durchfinanziert sind. Das war in den gesamten Haushaltsberatungen der letzten Zeit der Fall gewesen. Und deshalb der Vorwurf, also wir würden hier unsolide Vorschläge machen, dem kann ich nicht folgen. Zum Thema Eigenheimzulage und Mottenkiste und Grunderwerbsteuerverringerung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, dass der Vorwurf, das sei ein Griff in die Mottenkiste, vor dem Hintergrund, bitte lesen Sie doch auch Anträge, ich will ja gar nicht, dass Sie verstehen, aber lesen Sie die Anträge, dass wir bitten, darüber mal eine Diskussion zu führen, und unter welchen Bedingungen, für welche Zielgruppen wollen wir es machen, was waren, Frau Hinz, Sie haben ja recht, was waren damals die Fehler gewesen, wieso ist es zu Mitnahmeeffekten gekommen? Ich meine, das machen wir doch, also hoffe ich doch, liebe Minister hier auf der Bank, das machen Sie doch hoffentlich bei allen Förderprogrammen, dass Sie versuchen, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Und das ist unsere Anregung, dass wir uns die Frage der Eigenheimzulage noch einmal genau anschauen, weil zu dem jetzigen historischen Zeitpunkt, in dem wir sind, halten wir es für zielführend, darüber nachzudenken und dieses auch zu tun und zu fördern. Letzte Bemerkung. Ja, KIPP ist übrigens nicht ein reines Landesprogramm, sondern es ist eine Mitfinanzierung des Landes von auch von anderen Orts kommenden Geld mit. Wohnen ist ich habe jetzt nur, ja.
Schluss. Aber okay, wir reden nachher weiter. Jetzt hat sie mir 3 Sekunden. Kollege Siebel, ja, macht ein bisschen die Redezeit so langsam, gell? An Herrn Caspar noch einmal, Mietspiegel. Herr Caspar, da haben Sie vielleicht etwas nicht verstanden. Also der Zweck eines Mietspiegels ist, den Mietpreis zu dämpfen und nicht den Mietpreis anzutreiben. Und das, was die und das, was Sie hier beschrieben, in allen Kommunen, wo das der Fall ist, wird der Mietspiegel auch so konstruiert. Und insofern kann ich zu dem Gesetz von Heiko Maas nur sagen, alter Spruch von Peter Struck, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es ihn erreicht hat. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr erfreut und gespannt auf die Diskussion. Kollege Siebel, ich bin auch sehr erfreut, was die Redezeit angeht, aber wir müssen jetzt mal langsam, ne? Sei so lieb. Führen können und alles Gute weiterhin. War ein guter Abschluss, meine Damen und Herren. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann überweisen wir die beiden Anträge in den Fachausschuss. Einvernehmlich ist das so erledigt. 32 und 70 in den Fachausschuss.